wenn wir ein Sozialdarwinismus haben, der predigt, dass der Stärkere sozusagen überlebt, ja, überlebende Stärkeren, dann missverstehen wir das, was in der Natur eben passiert. Die Natur spielt kein Nullsummenspiel, wo der Vorteil des anderen der Nachteil wo der Vorteil des einen der Nachteil des anderen ist. Was in der Natur überlebt letzten Endes langfristig sind die Plussummenspiele. Das sind die Gewinn-Gewinn-Spiele, wo mein Vorteil auch der Vorteil des anderen ist. Nur so hat die Natur es dazu gebracht, so etwas Kompliziertes wie den Menschen aufzubauen. Wir müssen also dem Menschen sagen, wenn wir sagen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann meinen wir hier nichts, was mit Altruismus zu tun hat und so fort, sondern dass wir in dem anderen uns selbst erkennen und dass wir gemeinsam hier in einer Entwicklung sind.